Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu diesem wunderbaren Zoom-Call. Wir sprechen heute darüber, was ist, sprich mit den Entitäten, was sind überhaupt Entitäten. Gerne beantworte ich euch auch all eure Fragen zu diesem ganzen Thema, das ja oft so bizarr ist in dieser Welt und wo es so viele Missverständnisse gibt. Deshalb braucht es gleich einen ganzen Zoom-Call, um darüber zu sprechen. Und für alle, die mich nicht kennen und die heute neu dabei sind, ich bin die Sophie Czerny. Ich bin Access Consciousness Facilitatorin. Das heißt, ich gebe die Werkzeuge weiter von Access Consciousness. Und ich arbeite jetzt schon mit der Modalität oder ich mache sie eigentlich generell für mich selber seit 9 Jahren und verwende all diese wunderbaren Werkzeuge. Und bin Facilitator seit 3 Jahren und seit 2 Jahren auch sprich mit den Entitäten Facilitator. Und für mich ist das ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema und ein Thema, das mich immer wieder aufs Neue fasziniert, das so viele Überraschungen für sich bereithaltet. Und ich würde mal so sagen, ich war so eine Person, die das Thema sehr gemieden hat. So sprich mit den Entitäten, was habe ich mit Entitäten am Hut? Also das sind ja so Wesen ohne Körper nennen wir sie. Und für mich war das immer so ein bisschen zu verrückt, zu bizarr, zu, ja, so ein bisschen, ich wollte auch nicht in diese Schublade gepresst werden oder irgendwelche Bewertungen kassieren von, die Alte ist ja nicht mehr ganz dicht. Deshalb habe ich das Thema ganz, ganz lange gemieden. Allerdings heißt es ja auch immer so schön, Gewahrsein kannst du ja nicht wegdrücken. Also du kannst es eine Zeit lang versuchen, aber irgendwann backfired es. Also irgendwann holst dich dann doch so ein. Und irgendwann musste ich auch so für mich anerkennen, okay, wow, ich habe eigentlich eine ziemliche Leichtigkeit mit diesem Thema. Und ich weiß aber, dass viele von euch da draußen nicht immer unbedingt Leichtigkeit mit diesem Thema hatten oder haben. Und ja, dieser Zoom-Call ist heute wirklich so einfach eine Einladung an euch. Also es ist jetzt kein Verkaufsgespräch, ihr müsst seinen Talk to the Entities, also sprich mit den Entitäten Kurs wählen oder so, sondern ich würde einfach gerne heute ein Beitrag für euch sein, diese Missverständnisse, die da draußen sind, irgendwie so ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Genau. Und ja, wo sollen wir anfangen? Was habt ihr für Fragen? Was wollt ihr wissen darüber? Also ich würde einfach wirklich so heute gerne total der Energie folgen. Ich habe mir nichts vorgenommen, was ich heute Großartiges mit euch bespreche, sondern ich würde tatsächlich gerne wissen von euch, was sind eure Fragen? Was ist es, was ich euch heute beitragen kann? Genau, und da geht schon mal los. Was sind denn Entitäten? Gute Frage. Also Entitäten sind tatsächlich Wesen ohne Körper, wenn ihr es so nennen wollt. Sind es ja, Geister, die Spirit World, also diese ganze geistige Welt, darunter. Fangen wir wirklich von vorne an. Also es gibt ja unterschiedliche Entitäten. Es gibt so Entitäten, die sind sehr beitragend. Es gibt Entitäten, die sind weniger beitragend. Und was sind jetzt zum Beispiel beitragende Entitäten? Also in dieser Realität wird ja oft gesprochen von Schutzengel oder von der weißen Bruderschaft. Ich würde mal sagen, so all diese Dinge fassen wir in Access zusammen unter ja, beitragende Entitäten, nennen wir es mal so. Oder auch jetzt in Griechenland, wo ich hier gerade bin, so nehme ich einfach so wahr, wie viele Naturwesen noch hier sind. Also auch all diese Naturwesen fallen darunter, unter diese beitragenden Entitäten. Dann gibt es so ein bisschen nicht beitragende Entitäten. Ich würde sagen, das sind so ungefähr 80%, die hier einfach so abhängen. Okay, was bedeutet, dass sie einfach nur so abhängen? Das sind einfach so Menschen, kann man sagen, die irgendwann mal ihren Körper verloren haben und sich darüber nicht bewusst sind, dass sie keinen Körper mehr haben. Also das kann zum Beispiel sein, wenn jemand gestorben ist, also so sehr plötzlich, zum Beispiel bei einer Explosion, bei einem Autounfall, ja, all diese Dinge, das können so Entitäten sein, die dann einfach so nicht mehr wissen, die einfach nicht dieses Gewahrsein darüber haben, hey, ich habe gar keinen Körper mehr. Und die halten dann an den Definitionen fest, die sie aus diesem Leben haben oder gehabt haben. Also zum Beispiel, oder nehmen wir es auch so, vielleicht nehmt ihr so ab und zu wahr, okay, ihr bei euch im Haus, da ist jemand, es ist irgendwie, ihr nehmt es einfach so wahr, okay, irgendwas spürt sich seltsam an. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht ganz alleine bin hier bei mir im Haus. Ja, das könnte zum Beispiel sein, dass
tatsächlich der Besitzer, der ursprüngliche Besitzer von dem Haus tatsächlich noch da ist und festgehalten hat an, hey, das ist mein Haus, an dieser Definition, ich bin der Besitzer von diesem Haus und das ist mein Haus. Genau, und deshalb kann es manchmal so sein, dass es, wie sagt man so schön, es ein bisschen spukt. Genau. Ja, so viel mal dazu. Wie gesagt, bitte fragt mich immer, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Wie kann man diese spüren und fühlen? Super Frage. Danke, lieber Erich. Also, das Ding ist, ihr könnt sie natürlich über eure fünf Sinne fühlen, sage ich jetzt mal, also oder über euren Körper wahrnehmen. Also manche Menschen haben ja tatsächlich die Fähigkeit, dass sie sie sehen. Du kannst sie aber auch riechen, du kannst sie schmecken, du kannst sie auf deiner Haut fühlen und du kannst sie auch hören. Genau, diese fünf Sachen. Und dann gibt es aber noch etwas, was mir total wichtig ist. Und das ist natürlich, du kannst einfach wissen, dass da jemand ist. Und das ist für mich immer das größte Geschenk, weil das Ding ist, die Menschen definieren ihre Fähigkeiten zum Beispiel über ihre Sicht. Also wenn sie es jetzt sehen, dann glauben sie, dass sie Fähigkeiten mit Identitäten haben. Und wenn jemand sie nicht sieht, dann glaubt er, er hat keine Fähigkeiten mit Identitäten. Du kannst aber auch einfach nur wissen, ohne dass du sie siehst, dass da jemand ist. Zum Beispiel, wie viele von euch haben manchmal dieses, okay, ich drehe mich um und ich habe so den Eindruck, okay, da ist irgendwas und dann drehe ich mich um, aber ich sehe nichts. Und ja, fragt euch mal, okay, Wahrheit, ist das schon mein Gewahrsein, das ich habe über Entitäten? Und dieses Wissen, sage ich immer, ist ja viel, viel schneller als alles andere. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, okay, ihr hört aber eure Namen manchmal, also ihr hört so, dass jemand euren Namen ruft oder ihr werdet in der Nacht aufgeweckt und habt dann das Gefühl, da ist irgendetwas. Wenn ihr eben Entitäten riechen könnt, schmecken könnt, fühlen könnt auf eurer Haut, auch das ist keine Falschheit, auch das ist eine Fähigkeit. Ich möchte es nur nicht auf diese fünf Sinne reduzieren. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass jeder von euch Fähigkeiten hat mit Entitäten. Vor allem, ihr wärt heute nicht in diesem Zoom-Call, hättet ihr keine Fähigkeiten damit. Und es ist das Natürlichste auf dieser Welt, dass wir Fähigkeiten mit Entitäten haben. Es ist nur ein Wissen, das vor vielen, 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 vielen Jahren verloren gegangen ist. Und heute, wenn man so eben jemandem erzählt, okay, ich nehme irgendwas wahr, ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz alleine, ich sehe Schatten, dann wird man oft damit konfrontiert, dass man ein bisschen verrückt ist. Und was ist, wenn ihr nicht verrückt seid, sondern was ist, wenn ihr tatsächlich gewahr seid? Und was ist auch, wenn das nichts Gruseliges ist, nichts, vor was man Angst haben muss, sondern was ist, wenn es das Natürlichste auf der Welt ist? Die Sophie fragt, ob das wissenschaftlich bewiesen ist oder woher diese Annahme kommt. Dass es sie gibt. Ja, genau. Also es ist, Wissenschaftler arbeiten tatsächlich daran, ja, das auch zu beweisen. Und es gibt viele wissenschaftliche Studien schon darüber. Machen es so, was weißt du darüber und weißt du, dass es es gibt? Und eben, das ist so dieses Ding, was ist, wenn es die Wissenschaft insofern nicht braucht, sondern was ist, wenn du dem folgst, was du weißt? Und die Wissenschaft ist immer so ein schöner Beleg für diese Realität. Ja, es gibt diese Dinge, es gibt so übersinnliche Phänomene und so. Und ja, die Frage ist aber, was weißt du darüber? Und ja, wie ist es für dich? Also, das würde mich tatsächlich interessieren. Wie nimmst du sie wahr? Wie nimmst du Entitäten wahr? Und wo überall haben wir abgekauft, dass es Entitäten nicht gibt? Und es führt mich auch so ein bisschen zurück so in eure Kindheit. Genau. In der Kindheit ist es ja auch so, wie sehr habt ihr auch da schon Entitäten gesehen, gehört? Habt ihr mit ihnen vielleicht gespielt? Hattet ihr imaginäre Freunde? Und habt es einem Erwachsenen erzählt und der sagte dann, oh nein, das ist, das glaubt das nicht und erzählt das nicht und das stimmt nicht und Geister gibt es nicht. Und ja, wir kennen halt all diese Sachen. Und wie oft werden wir dann auch eigentlich verwirrt dadurch, dass die Erwachsenen dann ständig zu uns sagen, na, das ist ein Blödsinn und erzähl das niemandem. Das verwirrt uns ja auch irrsinnig. Und natürlich schauen wir ja immer als kleines Kind auf die Erwachsenen auf. Und das ist ja dann auch so, natürlich glauben wir dem Erwachsenen und
je öfter das auch vorkommt, umso mehr schwindet es oder wir mindern unsere Wahrnehmung eigentlich, oder? Und dann suchen wir, glaube ich, im Erwachsenenalter sehr oder halten uns sehr an der Wissenschaft fest, weil wir dem einfach mehr vertrauen. Wow, ja. Wow, ja, da sagst du was voll Richtiges. Genau, so wie sehr haben wir auch verlernt, auf unser eigenes Wissen und unser eigenes Gewahrsein zu hören. Und wie oft haben wir einfach andere Menschen mächtiger gemacht als uns selber? Und wie oft haben wir ihr Wissen über unser Wissen gestellt? Und ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt Access Consciousness kennen, aber auf den wunderbaren Skripten von Access steht immer so, Menschen ermächtigen zu wissen, was sie wissen. Und wie oft sehen wir das in dieser Realität, dass jeder seine Fähigkeiten leben darf, dass er seine Individualität leben darf, dass er zeigen darf, was er weiß. Und ja, und jeder hat auch so ein anderes Wissen. Jeder weiß was anderes. Jeder nimmt Entitäten zum Beispiel. Das ist wirklich ein cooles Beispiel mit den Entitäten, weil jeder nimmt sie auf seine eigene Art und Weise wahr. Und was ist, wenn keines davon richtig oder falsch ist? Also wie ich schon gesagt habe, so der eine wird vielleicht in der Nacht aufgeweckt von Entitäten, der andere hört manchmal seinen Namen und denkt, oh, bin ich jetzt verrückt, obwohl es Entitätengewahrsein ist, der andere sieht sie, der andere hört sie. Und was ist, wenn nichts davon richtig oder falsch ist und was ist, wenn auch keines davon besser oder schlechter ist tatsächlich? Dazu gibt es auch gleich eine passende Frage. Yay! Das ist ja mal drucki-zucki hier mit den Fragen. Was kann ich mit dem Wissen, dass Entitäten vorhanden sind, anfangen? Wie kann ich mit ihnen gemeinsam was für die Zukunft kreieren? Und geht das überhaupt? Okay, cool. Auch eine sehr, sehr spannende Frage. Genau. Also, was kannst du mit Entitäten alles machen? Das Erste ist einmal, was wir machen mit Entitäten in dieser Realität, würde ich mal sagen. Wir gehen in eine Reaktion und das sieht man bei vielen Menschen so, zum Beispiel eben dieses, oh, ich habe Angst oder das gibt es ja gar nicht oder nein, die Stimme, die ich gerade im Kopf gehört habe, ich muss wohl verrückt sein. Also wir haben ja so all diese Dinge, ja, das ist so, wir sind nonstop in einer Reaktion, würde ich sagen. Und die vier Aktionen, die du machen kannst mit Entitäten, ist als allererstes mal sie zu empfangen, das ist das Wichtigste. Und dann kannst du mit ihnen kommunizieren, wenn es das braucht, wenn das erforderlich ist. Du kannst mit ihnen kommunizieren, du kannst mit ihnen kooperieren und du kannst sie klären, wenn du merkst, okay, es ist alles abgeschlossen, es ist alles gesagt und sie darf jetzt einfach wieder, die Entität darf jetzt einfach wieder dieses unendliche Wesen sein, das unendlich Wahl hat. Also angenommen, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel mit einer Entität, die ein Haus besetzt, weil diese Entität immer noch dran festhaltet, dass das ihr Haus ist oder so. Oder dass die merkt halt nicht, okay, ich habe keinen Körper mehr und haltet eben an diesen Definitionen fest. Also, dann kannst du mal alle, was wir so machen in Access, welche Tools wir da so alle haben, ist dieses, okay, du kannst dann mal schauen, welche Versprechungen hat diese Entität mit dem Haus, welche Eide hat diese Entität geschlossen, ja, und dann kannst du das mal klären und dann, also einfach kommunizieren mit der Entität, hey, magst du mal das alles zerstören und umkreieren, magst du da was anderes wählen und dann kannst du tatsächlich diese Entität klären. Also so wäre zum Beispiel jetzt bei dem Haus, bei der Hausentität, eine Vorgehensweise, die du verwenden könntest. Magst du da noch irgendwas ergänzen, Lisa? Ja, man kann total viel noch mit ihnen kreieren und mit ihnen kommunizieren. Oft ist ja auch vielleicht jemand da, der nur über uns kommunizieren möchte, weil wir vielleicht einfach momentan mehr Wahrnehmung dafür haben. Und ja, auch das kann man dann gut machen. Also kann man lernen im Entitätenkurs, im Talk to the Entity-Kurs zum Beispiel. Und das finde ich ein super Werkzeug, weil wie oft passiert uns das? Jemand ist da, aber man hat so das Gefühl, das hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Und trotzdem kann man aber die Entität oder vielleicht andere Menschen dann darin unterstützen, das Ganze aufzulösen. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Danke dafür, ja. Die nächste Frage wäre, wie kann ich unterscheiden, ob sich ein Wesen wirklich bei mir meldet oder ob es einfach gerade so eine Idee ist? Das ist so süß. Ja, ich liebe diese Frage. Also,
Du kannst dich selber immer fragen, okay, in Wahrheit ist es mein Gewahrsein. Und dann schaust du, wenn sich das leicht anspürt, dann ist es ein absolutes Ja. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen so diese Konversation, die wir jetzt darüber führen können, ist so, eben wir nehmen diese übersinnlichen Geschichten wahr und wir sind ganz viel im Zweifel damit. Wir zweifeln unser Wissen an und unser Gewahrsein und da ist dann immer so ein bisschen diese Energie dahinter, ja, wirklich jetzt, eine Entität, echt jetzt. Was ist, wenn du mal deine Fähigkeiten damit wirklich zu 100% anerkennen könntest? Und ich glaube, das ist so das größte Geschenk, das mir diese, ja, die ganze Sache mit, sprich mit den Entitäten gegeben hat, immer mehr in mein Gewahrsein zu treten, immer mehr mir zu erlauben, okay, das, was ich hier wahrnehme, ist wahr und es ist keine Verrücktheit und es ist keine komische Idee, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, schön. Ja, ich finde, die Frage kann man auch gut ein bisschen umformulieren. Und zwar, wie kann ich wieder meiner eigenen Wahrnehmung vertrauen, oder? Oh, wow. Ja. Eigentlich die gleiche Frage, nur anders formuliert. Und ich finde es so wichtig, weil das ist das, was wir eben oft im Laufe der Jahre und im Alter verlieren. Wir vertrauen, also wir verlieren so das Vertrauen ein bisschen in uns selber. Und das ist so schade. Und es gilt, dass wir das wieder zurückholen und für uns einfordern, oder? Ja, und da kann ich einfach immer nur so empfehlen, dieses Tool, okay. Also wo ihr wirklich so in diesen Space reingeht, okay, wow, okay, angenommen. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Okay, ich habe mich gerade umgedreht, weil ich mir gedacht habe, da ist irgendjemand. Und du drehst dich um und in der Sekunde ist ja diese Sekunde eben, wo wir daran zweifeln. Und was ist, wenn du genau da diesen Zweifel, wenn du einfach für dich wählst, okay, ich zweifle jetzt nicht daran, Wahrheit ist da jemand. Und dann ist so, okay, ja, weil es spürt sich gerade leicht an. Und okay, cool, ich anerkenne mich jetzt einfach mal dafür, dass ich gerade wahrnehme, dass da jemand ist, ohne gleich etwas damit tun zu müssen, sondern einfach mal wirklich in dieser Sekunde anzuerkennen, okay, ich nehme hier etwas wahr. Ja, weißt du, was ich auch glaube, dass viele mit dem Thema vielleicht ein bisschen hadern, weil wie sehr verkaufen uns die Medien, dass die geistige Welt was ganz Schlimmes und was ganz Böses und was ganz Grausliches ist und wie sehr bauen wir durch diese Medien oder auch durch verschiedene Filme dann Angst auf und wollen dann gar nicht mehr unserer Wahrnehmung vertrauen. Ich glaube, dass das auch ganz bei vielen mit reinspielt. Ja, das Thema Angst, ja. So, wo überall habt ihr abgekauft vielleicht, dass so Entitäten so omnipotente Superheroes sind, dass wenn ihr euch diesem Thema öffnet, dann werden sie über euch kommen und dann werden sie, keine Ahnung, euch töten, sage ich jetzt mal so. Genau, also wo überall haben wir auch Entitäten tatsächlich mehr Macht gegeben als uns selber. Und alles, was das ist, mal Gottzillionen, wolltest du das mal bitte zerstören und umkreieren, einfach loslassen. Danke. Right, wrong, good, bad, fuck all, nine shots, boys, poets and beyonds. Das ist das Clearing Statement von Access Consciousness, wer damit noch nicht vertraut ist. Ich werde heute nicht näher darauf eingehen. Geht einfach mal auf www.theclearingstatement.com und da wird es ganz genau erklärt. Aber es nimmt so ein bisschen diese Ladung raus auf Themen, die wir haben und auf Dinge, die uns triggern. Okay, da kommt ja eine Nachricht an der anderen. Ich stelle gleich die nächste Frage, weil die hat auch mit Angst zu tun. Und zwar, wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? Denn ich nehme wahr, dass er Angst hat und er äußert es auch. Okay, wow. Auch super. Ich habe ja diesen Sommer tatsächlich einen Sprich mit den Entitäten-Kurs gemacht für Kinder. Das Video steht auf meinem YouTube-Kanal und ich habe mich davor sehr viel auseinandergesetzt mit so diesem Umgang mit den Kindern. Also ja, mit den Kindern umzugehen zum Thema Entitäten. Kinder haben eigentlich eine totale Leichtigkeit mit dem Thema. Nur das Ding ist, sie kaufen sich halt ein in die Angst, die viele Erwachsene auf sie, ich sage jetzt mal unbewusst tatsächlich projizieren. Eben, weil es ja so ein Tabuthema ist, weil
Wir denken, oh, das ist irgendwas Gruseliges, das ist was Angsteinflößendes. Und die Kinder nehmen das sehr, sehr stark wahr. Vor allem, wenn wir Eltern auch Angst vor diesem Thema haben, ist es etwas, was wir, ohne dass wir es aussprechen müssen, unsere Kinder natürlich wahrnehmen. Das heißt, in dem Fall würde ich auch immer so die Kinder mal fragen oder das Kind fragen, okay, wem gehört denn diese Angst? Weil es ist tatsächlich so, dass 99,9% all unserer Gedanken, Gefühle, Ängste, Zweifel, dass das nicht unsere sind, sondern dass es eine Wahrnehmung ist, dass wir sie wahrnehmen von anderen Menschen. Und ja, da würde ich mit diesem ganz einfachen Tool, das wir haben in Access, eben dieses, okay, wem gehört das? Wem gehört die Angst? Und vielleicht nimmt das Kind auch tatsächlich Angst wahr von Entitäten. Also das ist ja auch das Ding. Wir fragen uns ja oft so, okay, wenn meine Gefühle oder meine Gedanken nicht mir gehören, bis wohin geht das dann zurück? Aber das Ding ist ja, es kann genauso die Angst auch sein von Entitäten, die das Kind wahrnimmt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, eure Kinder darin zu ermächtigen, zu wissen, was sie wissen, mit ihnen eine Kommunikation darüber zu haben, sie wirklich zu fragen, okay, was nimmst du hier genau wahr? Siehst du es, hörst du es, weißt du einfach, dass da jemand ist? Und ja, einfach ihnen diese Angst zu nehmen, indem ihr fragt, wem gehört das? Ja. Und darf ich da nochmal kurz mein Lieblingstool teilen? Wir haben ja irrsinnig viele Tools in Access. Bitte, bitte, bitte. Als Jugendliche hatte ich ja auch sehr große Angst, weil ich war ein großer Fan von vielen Horrorfilmen. Und mein Lieblingstool, und damit war wirklich die ganze Angst wirklich wie weggesprengt, war diese Entität oder was auch immer, hat nur so viel Macht, wie du ihm Macht erteilst, wie du ihm Macht ergibst. Darauf bist du eh gerade vorher kurz eingegangen. Und das kann man, glaube ich, auch super an Kinder klären, weil wenn du deinem Kind sagst, du besitzt sozusagen den Zauberstab darüber, wie viel Macht diese Entität über dich hat, ich glaube, das versteht er dann auch ganz gut und damit kann man auch ganz gut arbeiten. Bei mir war es wie wegzaubert mit dem Tool. Ja, gut. Ja, und ich meine auch gerade bei so dem Kurs Sprich mit den Entitäten, das ist ja ein 2-Tages- und 2-Stunden-Kurs, geht es auch viel, also Angst ist auch ganz oft so, wir reden eben ganz viel auch darüber in diesem Kurs und Angst dahinter verbirgt sich immer, immer, immer eure Stärke, immer eure Potenz, immer eure Fähigkeiten mit Entitäten. Also ich frage mich auch da, welche Fähigkeiten mit Entitäten hat dein Kind, das es noch nie anerkannt hat. Und da gilt es wirklich, dass ihr anfangt, eure Kinder zu ermächtigen und sie auch zu bilden auf diesem Gebiet. Das ist ja auch so dieses Ding. Wir haben alle keine Bildung bekommen, wir haben keine Ausbildung bekommen jemals in diesem Sektor. Ich meine, hat dir jemals, wenn du jemals als Kind gesagt hast, oh, ich nehme irgendwie ein Gespenst wahr oder ein Monster unterm Bett, hat dann deine Mama gesagt, ja super, wir sprechen jetzt darüber und da gibt es mal Werkzeuge oder was eher so, nein, 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 geh jetzt schlafen, es ist alles gut, don't worry. Stimmt, ja. Ja, sollen wir zur nächsten Frage gehen? Gerne. Ich bin damit von klein auf aufgewachsen. Durch eine Gabe meines Vaters habe ich einen ganz selbstverständlichen Zugang. Für mich war es meine Wahrheit, immer schon. Erst seit einigen Jahren finden so viele Menschen ihren Zugang zu all diesen Dingen. Es war keine Frage, aber es ist eine sehr schöne Nachricht. Danke, Katrin. Die nächste. Dann haben wir, so Dinge wie Luftzüge oder Lichtflackern sind ja ganz normale Dinge. Also das Licht flackert zum Beispiel, wenn der Trafo überfordert ist. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Das ist alles belegbar. Ich verstehe nicht ganz, woher das kommt, dass man sowas glauben kann oder was das bringen soll und vor allem, wo kann ich das weiterbringen und so weiter. Finde es aber grundsätzlich sehr interessant. Vielleicht geht mir der Kopf auf, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ja, das ist lustig. Das mit dem Licht ist auch so eine Sache. Also tatsächlich hinterlassen Entitäten elektromagnetische Abdrücke. Und wenn ihr zum Beispiel etwas habt mit eben das Licht flackert bei mir im Haus oder mit der Elektrik ist immer irgendwie was los, dann kann es tatsächlich sein, dass sich Entitäten bemerkbar machen. Und das sind ja einige
bekannte Gesichter, wo ich auch weiß, okay, da waren schon mehrere Geschichten dabei, wo eben irgendwie das Licht geflackert hat und man hat dann angefangen, Entitäten zu klären. Oder die Technik hat nicht funktioniert, genau. Und dann hat man angefangen, Entitäten zu klären und wo sich das ganz, ganz schnell wieder aufgelöst hat. Darf ich da kurz einhaken zu unserem letzten Talk to the Entities Zoom-Call? Der war ja auch kostenfrei und wir wollten ebenfalls eben ein bisschen was über Entitäten erzählen. Und da ging dann das ganze Zeit das Licht auf und an bei mir im Yoga-Studio. Und das war aber wirklich so, als würde da jemand stehen und den Lichtschalter aus- und anmachen. Das war echt verrückt. Und da gibt es sogar die Aufzeichnung. Die findet ihr bei der auf dem Sophie. Ihren YouTube-Kanal ist auch grenzenlos genial. Gerade zu so einem Zoom. So ein Zufall, würde ich sagen, oder? Genau. Ja, das war echt spannend. Und ja, ebenso, wenn solche Dinge auftreten, eben ihr könnt, was ihr da machen könnt, ist tatsächlich Entitäten zu klären. Und oft ist es aber so, wenn die sich zum Beispiel nicht klären lassen, dann wollen sie eure Aufmerksamkeit und dann habt ihr Fähigkeiten mit Entitäten. Und dann ist es wirklich so, dieses Ding, dass es Zeit ist für Kommunikation. Und ja, das bringt mich auch so dazu, so zu erzählen, ganz oft kann das auch sein, zum Beispiel, ja, wenn du irgendwelche körperlichen Symptome hast, wenn du Panikattacken hast, wenn du ja eben totale Angst hast vor Dingen, wenn so Dinge ganz plötzlich auch passieren, bipolare Störungen, fragt euch alle mal selber, okay, Wahrheit, sind das Entitäten, Epilepsie, all diese Dinge. Also oft ist es ja so, in dieser Realität wird das so abgetan, als das ist eine Krankheit. Und wie oft ist es aber tatsächlich Entitätengewahrsein? Und ich habe mit vielen Menschen gearbeitet in diesen Bereichen und ich muss tatsächlich, also ich habe sehr gute Resultate dadurch erzielt, weil es eben oft einfach ein Gewahrsein war über diese übersinnliche Welt da draußen, die sich eben nicht jeder immer logisch erklären kann. Und was ist, wenn es das auch gar nicht braucht? Ich hake da gleich nochmal kurz ein von der Sophie nochmal dazu eine Frage. Ja, aber das mit dem Licht ist ja was Physikalisches beziehungsweise Technik. So eine Störung heißt ja nicht, dass es da was anderes gibt. Das hängt jetzt fest bei mir. Das hängt jetzt fest bei ihr? Okay. Vielleicht sollte man da was klären, Sophie. Ja, ich meine, ich würde es mal so sagen. Es kann deine Technik sein. Frag dich einfach, okay, Wahrheit, ist es die Technik oder Wahrheit, bin ich mir Entitäten gewahr? Es ist so simpel. Und was ist, wenn ihr euch erlaubt, dass es so simpel ist und sein kann? Aber noch einmal, was, wenn es die Wissenschaft nicht braucht? Was ist, wenn du weißt, was du weißt? Und vielleicht ist es in deinem Fall die Technik. Es kann eben wirklich immer alles sein. Ja? Also da geht es ja wirklich auch darum, dass wir uns mal wieder öffnen für alle Möglichkeiten. Ja. Ja. Ja, ich habe auch eine Frage eingeschickt bekommen. Das war auch ganz cool von der lieben Monika. Die hat gefragt, was ich sehe, bezeichne ich als Schatten. Als Kind hatte ich Angst, dass ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Heute habe ich keine Angst, denn sie tun mir nichts. Die Frage ist, die ich mir stelle, was wollen sie von mir? Und kann ich etwas für sie tun? Und das ist genau das, worauf ich vorher hinaus wollte. So, wenn solche Dinge passieren und wenn sich das immer wieder neu im Leben zeigt, dann ist es wirklich an der Zeit, vielleicht mit ihnen zu kommunizieren und sie tatsächlich auch zu fragen, hey, was wollt ihr? Was kann ich, was für ein Beitrag kann ich für euch sein? Und ich glaube, das ist so das, was ich an Sprich mit den Entitäten einfach liebe, dass ich irgendwann mal anerkannt habe, okay, wow, wir können tatsächlich ein Riesenbeitrag sein für Entitäten. Wir können für Entitäten ein Beitrag sein, die eben im Krieg gestorben sind. Davon gibt es genug in Österreich, Deutschland, indem wir sie klären, indem wir Entitäten können tatsächlich auch posttraumatische Belastungsstörungen haben. Ihr könnt sie aus all diesen Dingen rausholen. Ihr könnt sie auf all diesen Gebieten facilitieren. Und für mich war das so ein Riesengeschenk, das mal anzuerkennen. Und oft ist es ja so, man will immer den Menschen helfen, die gar keine Hilfe wollen. Aber mit Entitäten geht das alles relativ easy und schnell. Und die sind so richtig dankbar für einen.
Die Sophie hat noch eine Frage dazu gestellt, und zwar, okay, angenommen, das gibt es. Was kann mir das bringen oder wie kann ich damit arbeiten, dass sich in meinem Leben was verbessert? Ja, cool. Also wie gesagt, das Ding ist, viele von euch, die jetzt heute bei dem Call dabei sind, waren bei mir im Foundation-Kurs und ihr wisst, was für ein riesen Gewahrsein ihr nachher hattet und immer noch habt seit einem Foundation-Kurs. Und das Ding ist, bei Talk to the Entities, würde ich mal sagen, multipliziert sich das Ganze. Also diese ganzen Entitätenkurse, die auch ich besucht habe, die haben einfach mein Gewahrsein verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, einfach so mein Gottzillionen exponentialisiert. Und das kann einem niemand mehr nehmen. Und das ist das, was wir ja ganz, ganz oft vermeiden. Wir vermeiden, gewahr zu sein. Wir vermeiden, uns Entitäten gewahr zu sein, weil wir eben anderen Leuten mehr Macht geben, weil wir nie, wie soll ich sagen, ermächtigt worden sind, unserem Wissen zu folgen, unsere Wahrheit auszusprechen. Und ja, das ist einfach dieses Geschenk, das ihr erhaltet mit Talk to the Entities. Oder Ja. das ich erhalten habe. Ja. Stimmt, danke. Sehe ich genauso. Und da hat die Nanne, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, was Schönes, eine schöne Frage noch dazu auch. Hinter Angst verbirgt sich immer eine Stärke, wie du gesagt hast. Kannst du dazu bitte noch zwei Sätze sagen? Okay, also wir verwenden Ängste tatsächlich als Ablenkungsimplantate. Stellt euch mal vor, dass eure Angst nicht real ist. Und was würdet ihr wählen, wenn eure Angst nicht real ist? Und was würdet ihr auch in Bezug auf Entitäten wählen, tatsächlich, wenn eure Angst nicht real ist? Also angenommen, ihr hättet vor nichts mehr Angst. Was würdest du alles wählen? Das Ding ist, wir verstecken uns ja ganz oft vor unserer Angst. So, ich habe Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich habe Angst, für verrückt erklärt zu werden. Ich habe Angst, dass mich jemand konfrontiert, dass dieses Thema irgendwie absurd ist, etc. etc. Und was wir dann machen, ist, dass wir uns verstecken, unser Wissen verstecken, unser Sein verstecken. Und ja, welches Potenzial könntest du oder welche Fähigkeiten könntest du für dich entdecken, wenn du keine Angst hast? Das waren jetzt mehr als zwei Sätze. Danke. Und sie fragt auch noch, Entitäten klären bedeutet für dich in einem Setting diese Bas-Mantren zu sprechen und in Klammern auch, sorry für diese Umschreibung, das ist so eine Assoziation, die ich hatte, als sie jemand über mir ausgegossen hatten. Okay, also wir haben ein ganz einfaches Entitäten-Clearing. Und wenn ihr Lust habt, und können wir nachher das auch gerne noch machen, ich kann euch mal so das Basic-Werkzeug mitgeben, um Entitäten zu klären. Und ihr könnt es dann einfach mal für euch selber schauen. Am besten wir probieren das einfach aus, was sich bei euch verändert. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen das so ongoing. Genau, dann habt ihr das. Und dann könnt ihr da einfach schon mal so ein bisschen damit spielen. Die Fragen trudeln ein. Das ist immer so kurz vor Ende, kommen alle Fragen. Ich spring mal kurz zu Sabine. Würdest du raten, den Entitätenkurs erst nach einem Foundation zu besuchen? Puh. Schwierige. Ja, spannende Frage. Also ich muss sagen, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nein. Also ich hatte Leute, die haben sofort im Entitätenkurs alles empfangen können, was ich ihnen gesagt habe. Und es gibt Menschen, die machen einen Foundation-Kurs und kommen in den Talk-to-the-Entities-Kurs und können dann mehr durch den Foundation-Kurs empfangen. Aber ich kann das so gar nicht beantworten. Ja, könnte ich jetzt auch Würdest du sagen, Lisa? keine Ahnung. Ich könnte es auch nicht beantworten. Ich finde beide grenzgenial und ja, Ja, kann es ich ist aber immer so beantworten. ein Thema, so, okay, oder ich sage es mit meinem Beispiel. Ich bin in einen Foundation-Kurs gekommen, damals vor 9 Jahren, und habe gedacht, ich bin einfach ein Problemhaufen schlechthin und mein ganzes Leben war ein absolutes Drama. Okay, zu dem Zeitpunkt war ich nicht interessiert an Entitäten, weil mein größtes
Problem war, wie werde ich alle meine Probleme los? Das heißt, hätte ich damals einen Entitätenkurs gewählt, dann hätte ich mir wahrscheinlich nicht so viel rausgeholt, wenn ich nicht vorher ein Foundation gemacht hätte. Nur, ihr werdet ja alle woanders abgeholt. Und das ist auch das, was wir gesprochen haben in dem Call. Ich weiß nicht, wer da alle dabei war, aber dieses Was kreiert der Foundation-Kurs? Wir hatten auch dazu einen eigenen Zoom-Call und der steht auch auf meinem YouTube-Kanal. Und da habe ich auch so erzählt, jeder wird im Foundation-Kurs anders abgeholt. Der eine kommt und denkt, er hat 100.000 Probleme, so wie ich damals, und möchte die mal irgendwie lösen. Der andere, wie die Lisa damals, kommt mit einem, hey, ich bin eigentlich total happy mit meinem Leben und ich frage einfach nach mehr. Also jeder wird ja woanders abgeholt. Und ja, deshalb gibt es da auch kein richtig und falsch. Genau, da fragt die Nanne auch gleich. Das heißt, man kann zum Entitätenkurs kommen ohne Vorbildung von 0 auf 100? Du brauchst einen Access-Pass-Kurs. Das ist ein Eintageskurs und genau, das ist eine Voraussetzung. Was machen die Access-Pass? Und warum sind die wichtig für den Talk-to-the-Entities-Kurs, also sprich mit den Entitäten? Das Ding ist, wenn wir entspannt sind und die Access-Bars entspannen, sind eine Entspannungsmethode. Und wenn ihr entspannt seid, könnt ihr mehr Entitäten wahrnehmen. Und die Access-Bars sind auch dazu da, dass ihr generell eure Wahrnehmung vergrößert und erweitert. Und das ist halt das Coole, wir lassen im Entitätenkurs, könntet ihr zum Beispiel auch 2 Tage und diese 2 Stunden da liegen und euch nur die Bars geben lassen. Und ihr werdet es merken, es ist ja dieses, überall da, wo wir Ansichten haben, eben Ängste, Gefühle dazu zu dem Ganzen, die werden ja bei den Access-Bars einfach losgelassen. Und das trägt euch natürlich auch wieder bei, solltet ihr jemals einen Entitätenkurs besuchen. Und generell, wenn ihr an der ganzen Kommunikation, Kooperation, Empfangen mit Entitäten interessiert seid, dann trägt euch das wahnsinnig bei und deshalb ist das eine Voraussetzung. Ja. Also, ja, danke auch, Anne, für deine nette Nachricht, für dein Kompliment. Wir haben eine schöne Ausstrahlung, hat sie geschrieben. Und die Dani schreibt auch, oh mein Gott, ich muss ja quasi beim nächsten Kurs dabei sein. Wuhu! Euphorie hoch 10. Ja, und die Anne, die war auch bei mir bei Talk to the Entities. Also sie hat ein sehr, sehr großes Gewahrsein über Entitäten. Und bei ihr hat sich das tatsächlich schon körperlich ausgewirkt. Und mit den Tools von Access, mit den Tools von Talk to the Entities, also sprich mit den Entitäten, hat sie einfach es geschafft, dass sie mehr Leichtigkeit damit hat und mit ihrem Körper. Und ja, das war auch nur so ein Anklopfen von Entitäten. Hey, bitte, bitte, seh mich mal, bitte anerkenn mich mal, bitte seh, dass du Fähigkeiten damit hast. Und das ist einfach so ein Geschenk. Und Anne, wenn du da noch einhaken magst, kannst du das gerne tun. Ja. Meinst du mich? Ja, ich meine dich, meine Liebe. Ja, also, es ist einfach großartig, was da passiert ist in diesem Talk to the Entities und zu wissen, was mein Körper macht, wenn Entitäten da sind oder eben auch andere Wesen. Und einfach nicht mehr da zu sitzen, es ist, was ist das? Warum zitter ich oder warum reagiert mein Körper so? Und dann eben keine Angst mehr zu haben oder einfach frei und leicht zu sein, in die Stadt zu gehen oder in ein Restaurant zu gehen, weil ich eben weiß oder mir gewahr bin, was da passiert. Und das ist so großartig. Und es hat sich so viel getan die letzte Zeit mit dem Gewahrsein, wo ich ja manchmal auch nicht weiß so genau, was noch alles da drauf kommt. Und der nächste Kurs wird bestimmt irgendwann wieder sein. Und ich kann jeden nur empfehlen, diesen Kurs zu machen. Und für mich ist es so großartig, auch den Foundation davor zu machen, weil bei mir war es so, dass wir alle drei Kurse gleichzeitig, also hintereinander gemacht haben. Und dieses Gewahrsein ist so gewachsen in diesen 7 Tagen, es war großartig, kann ich nur so,
sagen. Und es ist, für mich ist es einfach super. Ja. Und es ist halt noch mehr, noch intensiver, auch mit der geistigen Welt reden zu können, noch mehr zu sagen, noch mehr zu sehen. Und ja, ich bin gespannt, was die nächste Zeit noch auf mich zukommt. Und ich weiß, dass viele sagen, boah, wieso kann die mit der geistigen Welt reden? Das ist doch alles nichts und. Aber ich weiß, was ich weiß. Und das Coole ist, mit diesen Tools die Leute da abzuholen, zu wissen, was sie wissen und nicht, was ich weiß. Und das ist einfach super und großartig. Und ich, ja, ich finde es einfach schön. Und es finden mich genau die Leute, die das auch wissen wollen oder die irgendwelche Fragen haben. Es tauchen immer wieder irgendwelche Leute auf, die halt mit der geistigen Welt irgendwelche Fragen offen haben. Das ist super. Und wie schön, dass du deine Fähigkeiten anerkannt hast. Ja, es ist, ich habe immer wieder Gänsehaut und was für ein Geschenk das ist, das anzuerkennen, ist einfach traumhaft. Ja, wirklich. Dankeschön, liebe Anne. Danke dir für diese tolle, ja, für dass ich das alles besuchen durfte bei dir. Danke. Dankeschön. Die Anne war eine ganz mutige, die ist wirklich vom Basskurs zum Foundation und dann im Foundation war sie so noch, na, talk to the entities, ich weiß noch nicht und so. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache es auch gleich mit. Und dann haben wir tatsächlich 7 Tage miteinander verbracht und ja, wie gesagt, und oft ist es, also nochmal so, wenn ihr Fähigkeiten damit habt, wenn ihr ein Gewahrsein habt, man kann es nicht wegdrücken. Und das Ding ist, wenn man Gewahrsein mit Identitäten wegdrückt, dann wirkt es, kann es sich oft körperlich auswirken. Mhm. Und das ist das, wie es, glaube ich, vielen von den Leuten, die jetzt da sind, die das schon erlebt haben und auch den Kurs gemacht haben, ja, die das einfach so erlebt haben, dass es sich körperlich ausgewirkt hat. Mhm. Danke, du Liebe. Ich würde vielleicht noch kurz erzählen, wann wir unseren Talk to the Entities Kurs haben, wenn ich darf. Ja, ja. Gerne. Ja, also die Sophie hält den Talk to the Entity Kurs am 16. bis am 18. Dezember und zwar in Mödling in Niederösterreich. Genau, das ist in der Nähe von Wien. Und ich bin auch in Hamburg bei der lieben Simone. Ja. Und ich würde ganz gerne, weil jetzt oft die Frage kam, was habe ich denn davon, wenn ich dieses Gewahrsein mit Entitäten habe? Also ich kann sagen, es hat mir einen Haufen Geld bisher eingespart, weil ich tatsächlich Entitäten habe, die gerne mit Technik rumspielen. Und ich gerade wieder aktuell tatsächlich, die wollten mal wieder Kommunikation, weil ich bin da auch echt faul, aber dann melden die sich ab und an und dann kriegt mein Drucker eine Fehlermeldung, dass und das ist eine Fehlermeldung, wo ich schon einige kenne, die den Drucker dann weggeworfen haben. Und ich mache dann halt andere Dinge. Und das ist immer total lustig. Und es hat diesmal auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gefragt, okay, was ist es noch? Was ist es noch? Und es war dann klar, also das hört sich jetzt echt total schräg an. Aber die wollten nicht, ich musste Schmierpapier reinlegen, weil ich hatte kein richtiges Papier mehr. Und das kam überhaupt nicht in Frage. Und dann habe ich Papier bestellt und anderes wieder reingemacht und der Drucker geht wieder. Und es ist echt eine Fehlermeldung, wo du eigentlich diesen Canon-Support anmorsen musst. Und die hatte ich schon 4 Mal und ich habe immer Entitäten geklärt und der Drucker hat immer wieder funktioniert. Also man spart einen Haufen Geld, wenn man mit Entitäten kommunizieren kann. Und natürlich können sie eben auch beitragen. Ne? Also da bin ich auch immer, dass sie mir beitragen bei anderen Dingen. Und ich kann nur sagen, das funktioniert einfach, wo man denkt, das kann eigentlich nicht sein, aber doch, es kann dann sein. Und das ist einfach so ein ganz pragmatischer Umgang damit, zu sagen so, wow, okay, wo können sie mir beitragen? Und ja, und dann passieren einfach manchmal Dinge, wo wir vorher nicht geglaubt hätten, dass sowas überhaupt sein kann. Ja, und das ist cool. Die liebe Sophie ist in Hamburg.
Wir haben das geilste Datum ever. Ja, genau. Wir haben am 31., genau 31. abends, Halloween, starten wir. Und dann haben wir 1. und 2. Oktober. Aller Heiligen und aller Seelen, glaube ich. Ja, das wird wieder ziemlich cool. Ja, du hattest schon so lustige Erlebnisse mit Entitäten. Ich kann mich erinnern, deine Kopfhörer sind immer wieder verschwunden und wieder aufgetaucht. Ja. Magst du da vielleicht auch ein bisschen was erzählen? Es ist einfach immer wieder grandios. Ja, das ist, ich meine, das ist wirklich, das ist eine Story mit meinen AirPods, die ist so verrückt, weil die waren irgendwann weg und die waren einfach weg und ich habe sie überall gesucht. Und irgendwann, und ich meine, ich kann mich ja auch für verrückt halten, aber irgendwann lagen sie auf meinem Küchentisch. Und ich wusste, am Abend vorher lagen sie da nicht, aber am nächsten Morgen lagen sie da. Und dann habe ich natürlich auch erstmal meine Söhne gefragt, ob die meine Kopfhörer dort hingelegt haben, aber sie haben meine Kopfhörer dort nicht hingelegt. So, und das ist wirklich, das war so das erste Mal, wo ich irgendwie so dachte, Moment mal, irgendwas ist hier echt schräg. So, und dann hatten wir den Kurs und dann habe ich angefangen, wirklich auf eine andere Art und Weise oder überhaupt zu checken, okay, da haben wir ja dann auch rausgefunden, was ist das, was wollen die von mir? Und ja, und dann konnte ich halt anfangen, mit ihnen zu kommunizieren und zu spielen. Und das ist, ja, das ist einfach cool. Die wollen dann manchmal auch eigentlich nur ein bisschen spielen, beziehungsweise natürlich meine Aufmerksamkeit. Ich bin ja in Hamburg, ne? Ja. Ja, Josef, wir freuen uns schon mega auf dich. Ja, ich auch. Ich habe einen kaputten Elektromotor. Soll ich dir mal mitbringen? Gerne. Was ist da möglich? Ja, deswegen. Ich habe den schon ausgebaut zum Überprüfen lassen, aber der ist noch nicht wieder da. Aber das wäre der Hit, wenn das dann. Ich habe immer nur einen Schalter. Ich habe ein geliehenes Teil zweimal benutzt, ganz kurz und drücke auf den Schalter und die Sicherungen fliegen raus. Ja. Ja. Tja. Aber Josef, du musst ihn dafür nicht mitbringen. Du kannst nicht auch. Oh, ich will ihn so gerne dann. Okay, kannst du auch. Kannst nein, du auch das, nein, da fliegen bei ihr dann, da fliegen bei Simone die Sicherungen raus. Der hatte den KW. Aber das wäre der Spaß. Also das wäre, ja, ich bin gespannt. Ja, ich freue mich. Ja. Ja. Und du kannst dich auch mal fragen, ich meine, du hast dich schon vor langer Zeit angemeldet zum Sprich mit den Entitätenkurs und du kannst dich auch fragen, ob der Kurs bei dir schon angefangen hat. Weil oft ist es so, ja, okay, er grinst. Also ich habe ich gesagt, leicht ist immer ja. Genau. Und oft ist es so, wenn man sich so zu einem Kurs committet und sich anmeldet, dann geht er los und dann kann es manchmal echt ein bisschen lustig werden zu Hause mit Dingen. Ja, genau. Also hier ist immer die Frage, wie viel Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit kann ich damit haben? Ja. Cool. Wir freuen uns schon so sehr auf dich, Josef. Danke, cool. Danke. Ja, genau. Also ich bin in Hamburg. Also dieses Jahr mache ich nicht mehr so viele Entitätenkurse. Ich bin eben einmal noch in Hamburg vom 31. bis zum, also 31.10. bis 2. November. Dann bin ich in Schorndorf, liebe Eva. Yay! Genau. Das ist vom wievielten? Wann machen wir das? Im November? Das machen wir vom 26. zum 27. November und am 25. ist die Abend. Genau. Das Intro. Ah ja, genau. Ja, Entschuldige. Genau, das genau. Cool. Dann bin ich im Dezember in Rohr, im wunderschönen Oberösterreich, bei der Silvia. Das ist vom 9. bis zum 11. Dezember. Und dann bin ich eben in Mödling. Bei der lieben Lisa und bei der lieben Claudia. Und das ist das 16. bis 18. Dezember. Genau. Und jetzt wollt ihr noch Entitäten klären. Habt ihr noch Lust? Unbedingt. Es gibt schon ein paar Fragen dazu, ja. Gibt es noch ein paar Fragen? Ja, also nein, nur dass drei geschrieben haben und gefragt haben, ob wir nochmal dieses Clearing Statement jetzt machen könnten, weil du es ja vorher angesprochen hast. Ja, super, dass ihr mich daran erinnert. Danke. Okay, cool. Dann machen wir das. Und es ist super simpel. Und erlaubt ihr euch, dass es so einfach sein darf. Genau. Also, was braucht ihr dafür? Seid einmal so lieb und senkt alle eure Barrieren. Was meine ich mit Barrieren senken? Drückt einmal alle Wände runter, alle Barrieren, die ihr habt, alle Zweifel. Jedes Denken, jede Logik, jedes kann das existieren,
drückt einmal wirklich all eure Barrieren runter. Und das ist wirklich eine Wahl, die ihr trefft und treffen könnt, wenn ihr wollt. Genau. Und ihr könnt es euch auch mal einfach ausdehnen, ohne dass ihr wisst, wie ihr das genau macht. Dehnt es euch mal auch über euer Körper hinaus aus. Nehmt mal ein paar tiefe Atemzüge. Entspannt euch. Und jetzt könnt ihr einfach mal so alle Entitäten, die da sind, die bei euch sind, die in eurem Haus sind, die in eurer Gegend sind, in eurem Ort sind, nehmt sie mal alle wahr und stupst sie einfach nur so an. Ohne viel zu wissen, wie ihr das jetzt macht. Darum geht es gar nicht. Schüttelt sie alle mal irgendwie so ein bisschen wach. Alle, die jetzt geklärt werden wollen. Und es können viele tatsächlich sein. Und manche mögen ein bisschen aggressiv sein, manche intensiv sein, manche ganz freundlich und dankbar. Wie auch immer sich das zeigt, senkt einfach eure Barrieren und lasst sie unten. Okay, und jetzt kommt das Clearing, wie ihr Entitäten klärt. Wahrheit, mehr seid ihr. Wahrheit, wer war der davor? 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 Und Wahrheit, wer werdet ihr dazu? Bitte nehmt all eure elektromagnetischen Einprägungen und euer gesamtes Gepäck mit euch. Danke. Right, wrong, good, bad, good, fuck, all, nine, short, boys, over, and beyond. Wahrheit, was seid ihr? Wahrheit, was wart ihr davor? 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 Und Wahrheit, was werdet ihr in der Zukunft? All eure elektromagnetischen Einprägungen und euer gesamtes Gepäck mit euch. Danke. Right, wrong, good, bad, but fuck, all night shows, boys, towards and beyond. Wahrheit. Was ist euer Job? Und was war euer Job davor? 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 Wahrheit, was war euer Job davor? Und Wahrheit, was wird euer Job in der Zukunft sein? Bitte nehmt alle eure elektromagnetischen Einprägungen. Und euer gesamtes Gepäck mit euch. Danke, weiter. Und komplizierter wird es schon nicht mehr. Und jetzt könnt ihr einfach mal ja, für euch hineinspüren. Was nehmt ihr jetzt wahr? Und ihr könnt es auch gerne in den Chat schreiben. Für mich ist das oft so ein, dass die Sicht klarer wird. Für manche ist es, oh wow, ich nehme irgendwie wahr, dass ich mehr Raum habe, dass ich mehr Leichtigkeit habe. Schaut einfach, wie ihr es wahrnehmt. Und das sind diese subtilen Energieveränderungen. Und die dürft ihr schon anerkennen. Und die dürft ihr schon, sage ich mal, in eure Harry Potter Bibliothek stellen. Das ist, wie ihr wahrnehmt, dass sich was verändert hat, dass sich von der Energie her was verändert hat. Cool. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Danke, Sophie. Sehr, sehr gerne. Danke für eure Bereitschaft, mehr über Entitäten zu wissen. Ihr könnt mir gerne noch Fragen jederzeit per E-Mail zusenden, wenn ihr welche habt. Ja, und lasst uns miteinander connecten. Ich bin auf Instagram, ihr findet mich auf YouTube, auf Facebook. Es gibt meinen wunderbaren Podcast, den ich habe mit der Daniela. Der nennt sich Joybombs, die Freudenbomben. Da könnt ihr auch immer reinhören, gibt es auch überall zu finden. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.